Oh. Komm bei Credo Rap, geht's im Kapitel 3 vor. Der Dude Johannes, der schreibt von Gott und seinem Sohn. Ein Vers für ein Zelt, kennst du die Zeilen schon? Wenn du sie nicht kennst, try one. Wenn ich grad reinkomm, ein gut Kick in die Runde. Es geht um Jesus und die Frage, warum ging er hier runter zu uns? Johannes sagt, er will uns nicht verurteilen, doch was will er dann? Etwa nur ein bisschen klug scheißen? Nein, man hört dich rein, man, du weißt, dass das nicht sein kann. Kein Mann hat mehr praktiziert, was er gepredigt hat. Es ist ewig krass, was er gegeben hat. Jesus hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt, verstehst du das? Du darfst nach oben gehen, denn er ging runter für dich. Aber wieso, weswegen? Hier steht, so hat Gott die Welt geliebt, er gab seines Sohnes Leben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Okay, Ben, das versteh ich, alles klar, aber jetzt mal ehrlich, was fang ich damit an? Gott rettet die Welt, doch wie rettet er mich? Was muss ich tun, dass er auch meine Ketten zerbricht? Zu oft bin ich rastlos wie Oliver Twist. Zu oft fühl ich mich verloren in nichts. Zu oft versperren mit tausend Sorgen die Sicht. Deshalb frag ich mich, ey, wie komm ich zum Licht? Du willst, dass er die Ketten bricht, sag die Wahrheit. Deine Sünden bringst sie jetzt ans Licht, in aller Klarheit. Sage Gott, vergib und rette mich. Sei du mein Herr, alles geht jetzt an dich. Mein Leben gebe ich dir für mich ins echte Licht. Und kommt er, das verspreche ich. Und den Frieden, den er schenkt, den kennst du jetzt noch nicht. Die Erfüllung und die Liebe, raus aus dem Knast, rein ins wahre Leben. Öffnet er die Tür für dich, glaubst du das?